Ich lese Medikamente im Test, 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet der Stiftung Warentest. Im Kapitel Haut, Haare bin ich angekommen bei Haarausfall und es geht um Medikamente und Wirkstoffe. Die Wirkstoffe werden in alphabetischer Reihenfolge vorgestellt. Und der erste Wirkstoff, der vorgestellt wird, ist Finasterid. Und ich lese vor. Finasterid innerlich. Finasterid wird normalerweise bei gutartiger Prostatavergrößerung angewendet. Dabei zeigt sich in Studien mitunter ein willkommener Nebeneffekt. Das Präparat fördert den Haarwuchs. Jetzt die Bewertung. Gelb mit Einschränkung geeignet bei hormonell bedingtem Haarverlust bei Männern. Nutzen und Risiko einer Langzeitanwendung bei jungen, gesunden Männern sind noch nicht ausreichend beschrieben. Bei 2/3 der Männer mit hormonbedingtem Haarausfall ließ sich in Studien der Haarverlust mit Finasterid verlangsamen. Mehr als bei einer Scheinbehandlung. So. Bei 2/3 der Männer mit hormonbedingtem Haarausfall ließ sich in Studien der Haarverlust mit Finasterin verlangsamen, mehr als bei einer Scheinbehandlung. Es fehlen bislang allerdings Untersuchungen zu den Langzeiteffekten einer solchen Daueranwendung bei gesunden Männern. Dabei gibt es den Verdacht, dabei gibt es den Verdacht, dass eine Dauereinnahme wieder bei der Behandlung einer gutartigen Prostatavergrößerung möglicherweise zu einem vermehrten Auftreten von aggressiven Prostatatumoren führen könnte. Also man kann Krebs davon kriegen, wahrscheinlich. Zur Behandlung von Haarausfall ist Finasterid deshalb nur mit Einschränkung geeignet. Wichtig zu wissen. Frühestens nach 3 bis 6 Monaten ist mit einem sichtbaren Behandlungserfolg zu rechnen. Setzen Sie das Mittel ab, setzt der Haarausfall wieder ein. Frauen im gebärfähigen Alter dürfen dieses Mittel nicht anwenden. Bei Frauen, die nach den Wechseljahren über Haarausfall klagten, hat eine einjährige Behandlung mit Finasterid keine Besserung erbracht. Finasterid verändert die Ergebnisse einer Blutuntersuchung auf das prostataspezifische Antigen PSA. Informieren Sie daher vor einer solchen Untersuchung Ihren Arzt über die Einnahme. In seltenen Fällen kann die Brust berührungsempfindlich werden, spannen oder sich vergrößern. Vereinzelt wurde bei Männern, die Finasterin in erhöhter Dosierung einnahmen, auch eine Brustkrebserkrankung festgestellt. Auch in niedriger Dosierung kann es darüber hinaus zu Einschränkungen in der sexuellen Lust, zu Erektions- und Ejakulationsstörungen und zu depressiven Verstimmungen kommen. Das Risiko für Impotenz scheint vor allem erhöht, wenn das Mittel länger eingenommen wird. Die unerwünschte Wirkung kann auch nach Absetzen des Mittels anhalten. Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Kinder und Jugendliche dürfen mit diesem Präparat nicht behandelt werden. Für Schwangerschaft und Stillzeit. Schwangere Frauen sollten zerbrochene oder zerkleinerte Tabletten nicht berühren. Gelangt der Wirkstoff in den Körper, kann es bei einem noch ungeborenen männlichen Fötus dazu führen, dass sich bestimmte Geschlechtsmerkmale nicht richtig ausprägen. Männer, die die Arznei einnehmen, sollten bei Sexualkontakt mit einer Frau, die schwanger werden kann oder ist, sicherheitshalber Kondome benutzen. So, es geht weiter mit der Kombination Glukokortikoid und Hormon, in Klammern äußerlich.
Ja, das sind die beiden verschreibungspflichtigen oder rezeptpflichtigen Medikamente, ja. So.